Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Und wir schauen uns jetzt mal hier weiter um. Ich glaube, wir müssen dann doch noch hier irgendwie rein. Und da irgendwas. Ach, da ist der. Genau, den sollen wir ja abholen. Dies ist eine Galanrekrut. Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind intakt. Kann ich den critten? Machen wir mal einen Nahkampfangriff, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Schön. So, dann. Mit dem hätten wir reden sollen. Okay. Moment, dann will ich jetzt, glaube ich, doch noch mal gerade laden. Und. Das Ganze dann bitte schleichend wieder zerlegen. So, sehr gut. Das war einfach. Okay, doch noch nicht ganz. Ich denke nicht, das ist besser als was wir haben. Gut, erledigen aber trotzdem mal noch den Rest. Perfekt. Sehr schön, das bringt 5% mehr kritischen Schaden. Cool. Stuhl. Können wir denn hier irgendwas machen oder ist es genau das gleiche? Ja. Scheint mir ja fast so, ja. Stimpak right away mitnehmen. Oh. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörenden Familienmitglieder abgewiesen. Ach, die fetzen sich hier mit der Dings. Ich wiederhole. Immer wieder. Machen wir mal ein bisschen Nahkampf. Ist ja auch nicht verkehrt. Können wir unseren tollen Baseballschläger mal ausnutzen. Das war's dann jetzt aber, glaube ich, wirklich. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17. Ja, bla bla bla. Gut, dann sollen wir jetzt halt dem Betreuerbericht erstatten. Der ist da wieder. Gut, machen wir per Schnellreise. Geht dann hoffentlich etwas schneller, wie ja der Name schon sagt. Schneller und reisender. Mal gucken, vielleicht haben wir dann auch genug XP, um auf Level 29 zu kommen. Und dann kann ich glaube, dann skill ich wieder die nächsten zwei Punkte erstmal ins Charisma rein. Und dann ab Level 30 oder 31 geht es dann wieder mit dem, das hat man noch, ich glaube, Schleichen hat man noch ein bisschen was, mit wo wir weiter skillen können. Wie gesagt, die Hacker-Dinger ja, auch mal irgendwann. Hallo und so. So. Schon erledigt. War nicht mal besonders anstrengend. Was auch? Schon erledigt. War nicht mal besonders anstrengend. Was auch immer du getan hast, es hat geklappt. Der Tourist hat uns geholfen. K8 ist schon unterwegs. Nimm das hier. Vielleicht habe ich später noch mehr Arbeit für dich. Danke, Kumpel. Betreuer? Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch habe. Super, vielen Dank. Wir haben sogar tatsächlich genug für einen Level-Aufstieg. So, dann ab in Charisma. Danke sehr.
So, Pistole, obwohl, ne, wir könnten hier Dings nochmal auswählen und dann gehen wir jetzt mal zum Unterschlupf. Ticonderoga. Der ist da unten irgendwo. Da. Na gut, haben wir schon entdeckt. Praktisch. Und dann geht das ja wahrscheinlich auch relativ schnell. Mal gucken. Aber bisher sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet und ich bin mit unserer Charakterskillung auch sehr zufrieden. Passt wirklich gut. Ja, das haben wir gerade schon mal gesehen. Mit der Person reden im Stehen aktivieren. Wenn ich sie bestehlen will, muss ich in den Schleichmodus. Das können wir vielleicht auch mal versuchen. Irgendwann. Ich denke, da sollten wir auch mittlerweile ganz gut geskillt sein. Was das angeht. So. Schauen wir mal, was sich da drin befindet. Ich glaube, da war ja auch ein Runner, oder? Flupp. Ab nach unten. Und das ist hier wohl wieder so ein Turm oder so. Okay. Bing. Die tun uns jetzt mittlerweile tatsächlich nichts mehr. Müssen halt alle ausschalten. Aber das sollte eigentlich passen. Da wird der Runner. Okay. Nur dann. Okay, der frisst wohl auch schon einiges. Ist etwas stärker. Halt! Stehen bleiben! Eindringling erkannt. Hier ist Zutritt verboten. Ihre Ankunft wurde in der Missionsbesprechung nicht erwähnt. Diese Unregelmäßigkeit wird Justin Ayo gemeldet. Du weißt, wer ich bin. Also raus damit. Was tust du hier? Unseren Informationen zufolge ist das hier eine Railroad-Basis. Gelände eingenommen. Sämtliche Feinde eliminiert. Überwachung wird aktuell fortgesetzt. Das SEB schickt mich, um nach dem Rechten zu sehen und meine Hilfe anzubieten. Mission wird planmäßig fortgesetzt. Hinterhalt auf Railroad-Ziele steht. Sämtliche Synths in deren Besitz werden zurückgeholt. Gut, dann können wir gleich mal hier loslegen und Runner töten. Schrotflinte? Ich glaube, Schrotflinte können wir, glaube ich, mal hier einsetzen. Macht ja dann doch am meisten Schaden. Ob das jetzt noch irgendwas bringt mit dem Schleichmodus? Gehen Sie über die Treppe hinaus. Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Eindringling erkannt. Hier ist Zutritt verboten. Ihre Ankunft wurde in der Missionsbesprechung nicht erwähnt. Diese Unregelmäßigkeit wird Justin Ayo gemeldet. Mhm. Ja, in Ordnung. Das SEB schickt mich, um nach dem Rechten zu sehen und meine Hilfe anzubieten. Mission wird planmäßig fortgesetzt. Aha. Gut. So, stirb, Kollege. Super, läuft. Der Runner wäre durch. Wo sind Sie denn hin? Das Verfahren betreten. Danke. Systeme offline. Okay, ich glaube, das wird lustig. Wir ziehen uns mal kurz zurück. Okay.
kann der dran glauben? Und sorge hier dann mal ein wenig für Ablenkung und Tod. Und Verderben. Muni, Muni. Radio machen wir mal aus. Ja, weg. Überladen, toll. Was können wir denn da immer wegpacken dann? Jetzt verstehe ich. Sie verstecken sich, weil sie Angst vor dem Tod haben. So ungefähr. Die sind alle unter uns, glaube ich. Oder ich könnte mal hier ein bisschen was verknuspern. So, ein bisschen aufbereitetes Wasser. Und schon können wir uns wieder aus ihrem Versteck normal bewegen. Ich stelle keine feindliche Präsenz mehr fest. Gut, dann gehen wir auf die Sniper. Schallgedämpfte. Ja, Rüstungswerkbank gerade nicht so. Eine Lötlampe. Ich glaube, Waffen können wir im Moment auch nichts machen. Ach, warte mal, ich habe doch das eine. Habe ich das eine Gewehr mitgenommen? Da kann ich ja mal gucken, ob das was bringt. Nee, war ja zu erwarten. Aber nee, das haben wir, glaube ich, gekriegt. Weg damit. Ah, noch was? Perfekt. Lohnt sich ja echt hier. Dann können wir wirklich gleich mal wieder nach unten. Ansonsten, Baseball. Vorkriegsgeld nehmen wir mit. Schlafen brauchen wir nicht. Wir haben uns ja gerade wieder hochgeheilt. Laborstation. Ich hab die Sache mit dem Aluminium. So, dann mal abbauen. Wie gesagt, ich hoffe mal, wenn wir jetzt demnächst mal irgendwie ein schönes MG finden sollten. Ich nehme es dann einfach mal mit und dann gucken wir mal. Jetzt müssen wir wieder nach unten, wie mir scheint, ohne Fatman. Ich glaube, das wäre ein wenig zu auffällig. So. Die sind leider kaputt. Könnte mal klingeln. Vielleicht kommt ja noch jemand. Wie gesagt, alle Runner töten und natürlich auch alle Sims. Sensor meldet feindliche Präsenz. Damit wäre der dann schon mal weg. Bewegung entdeckt. Seltsam. Findest du? Ich nicht so. Schmutziges Wasser. Ah, okay. Bitte zeigen Sie sich. Den haben sie schon zerlegt.
Volt, ja. Die Empfindlichkeit meiner Sensoren. Ja, sollte sie wirklich. Werden, ist da jemand anwesend? Greife an. Oh Gott. Primärsensor, kritisch, beschädigt. Das war halt dumm vorbeigeschossen. Guck mal, ob ich die vielleicht. Subroutine, alle Feinde eliminieren. Mhm. Dann subroutiniert ihr mal. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Gut, wir haben langsam wieder unseren Stealth-Status erreicht. Das freut mich ja. Ich bin mit den modernsten Sensoren des Instituts ausgestattet. Ich werde sie finden. Schauen wir doch mal. Ich verstecke mich so lange einfach mal hier auf dem Klo. Und zack. Kopfwunde. Es wird nicht lange dauern, bevor ich sie entdecke. War da jetzt da drin rum? War wahrscheinlich ein automatisches Geschütz oder so. Ja. Das ballert nicht mehr. Da unten scheint noch einer zu sein. Oder zumindest irgendwas, wo wir hin müssen. Oh. Machen wir das mal zu. Toll. Ja. Ich weiß, dass sie noch da sind. Wenn du das sagst. So, wo sind die denn jetzt? Da. Hallo. Hallo. Zerbritzel. Guck mal, da ist was kaputt gegangen. So, und dahinter ist dann wohl der letzte Runner. Machen wir mal auf. Türfernsteuerung bitte, danke. Aufschließen. Na, schade, das war beschädigt. Na, zumindest den Safe können wir aufmachen. Na, das sah schon mal gar nicht schlecht aus. Hm. So geht's doch. Jo, Muni, Muni. War das eine Pistole? Ja, die kann wieder zurück. Ich will eigentlich nicht nach Cambridge, oder? Scheinbar haben wir über alle erledigt da drin. Kann das sein? Oder müssen wir jetzt noch woanders hin? Schauen wir doch mal. Ich denke, das Rätsel wird sich dann wahrscheinlich gleich lüften. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Spätestens wenn ich dann mal in meine, ja, in meinen Questlog reingucke, sollte das doch dann einiges erklären. Ja, ich denke mal, dann werden wir auch langsam die Folge wieder beenden können. Ladebildschirm kam wieder mal zu einer unglaublich guten Zeit. Aber passt schon. Obwohl, ja, wirklich, also gut, die Landschaft ist halt riesig, aber wie gesagt, die so Ladebildschirm von einer Minute hatte ich halt echt schon lange nicht mehr. Tö.
töte alle Runner. Also scheinbar haben wir doch noch nicht alle erledigt. Vielleicht haben wir jetzt hier noch jemanden. Mal schauen. Yep. Na dann. Mach's mal gut. Ist da jemand anwesend? Gut, dann hauen wir seinen Buddy noch um. Dich auch. Und damit hätten wir dann quasi Ruhe. Ich weiß nicht, ob die Stealth Boys auch was wiegen. Müsste ich mal nachschauen. So, dann werden wir jetzt hier aber auf jeden Fall mal die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.